stell dir vor, du bist auf Dating-Apps unterwegs wie Tinder, Bumble, Lavoo oder sonstigen und du swipest durch, sitzt auf deiner Couch, wo auch immer, im Park, swipest durch und auf einmal, bam, Match. Du schaust die Person an und denkst dir, wow, was für eine hübsche Person. Du denkst dir, hey, ich habe voll Bock mit der Person in Kontakt zu treten. Charakterlich scheint es gut zu sein, die Eigenschaften, ihr habt selbe Hobbys und ja, optisch gefällt sie dir auch oder er gefällt dir auch und denkst dir, okay, let's go. Und du musst schon gar nichts machen, kommt schon direkt die erste Nachricht rein. Hey, wie geht's? Alles schön und gut, nur man sollte einiges hier beachten und wir gehen jetzt mal den normalen Verlauf durch. Plus, ich schmeiß dann immer diese Sicherheitstipps rein, damit es auch eine schöne Geschichte, eine Love Story mit Happy End hoffentlich wird oder auch nicht. Wir werden sehen. Tja, ich würde sagen, fangen wir mal an. Zeichen, erstes Zeichen ist, es ist zu gut, um wahr zu sein. Die Bilder sind zu hübsch. Es passt einfach perfekt. Sie ist zu nett, er ist zu nett. Oder es ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Es muss nicht immer ein schlechtes Zeichen sein. Klar, es gibt auch wirklich Leute, die sehr gut passen zu dir oder einfach sehr nett sind. Aber sei dir immer bewusst, wenn irgendwas zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist da häufig, nicht immer, aber häufig ein Haken dahinter. Das ist schon mal das erste Zeichen. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Genau, dann geht's weiter. Ihr chattet ein bisschen und auf einmal fängt die Person an, sehr private Sachen zu erzählen. Was sind deine Hobbys oder wie geht's dir? Nein, da geht's eher so, wo wohnst du? Wie viel Geld hast du? Wo arbeitest du? Was ist dein zweiter Vorname? Und das kommt natürlich nicht direkt als dritte Nachricht. Nein, das etabliert sich dann im Laufe des Chats, dass immer mehr persönliche Daten gefragt werden. Wann hast du Geburtstag? In welchem Jahr wurdest du geboren? Klar, das kann man alles schön verpacken, sodass es nicht auffällt, aber da musst du auf jeden Fall aufpassen. Und das Jahr ist ja immer sehr wichtig, steht ja auch auf deinem Personalausweis. Wenn du irgendwelche Online-Formulare ausfüllst, ist dein Geburtsdatum sehr, sehr oft gefragt. Und wenn man das schon mal hat, dann hat man schon mal ein Thema mehr für Identitätsdiebstahl, eine Information. Wenn du die Adresse weißt und dann noch das Geburtsdatum, die Jahreszahl musst du nicht mal wissen, weil du kannst ja einfach fragen, wie alt die Person ist. Besser gesagt, das steht ja im Profil. Deswegen gib niemals einfach so, ohne die Person persönlich zu kennen, dein Geburtstag heraus, denn das ist einfach schon der erste Schritt. Genauso wenig wie deine Adresse solltest du auch nicht rausgeben. Gib einfach einen Bereich ein, ein Viertel, wo du eventuell wohnst, wenn ihr euch trefft, und dann ist das Ganze schon wesentlich sicher, aber gib niemals deine genaue Adresse an. Erste Warnung, zu viele Fragen, zu detaillierte Fragen, die auf Identität gehen, sage ich jetzt. Das auf jeden Fall nicht machen. Was du auch machen kannst, wenn du dir nicht sicher bist, dann kannst du das Profilbild der Person reverse engineeren. Sprich, du machst einen Screenshot von dem Profilfoto, lädst es auf Google hoch, Google Bildersuche und schaust da, ob dieses Bild schon auf mehreren Online-Profilen verwendet wurde, ob es eine echte Person ist oder eben ein geklautes Bild, das schon häufiger von Cyberkriminellen verwendet wird. Das kannst du zur Überprüfung verwenden. Dann weißt du nämlich direkt, ey, das ist ein Fake-Profil, ich muss aufpassen oder gleich melden. Das ist auch immer gut, meld solche Profile, damit kein anderer reinfällt. Und ja, du willst ja auch nicht in ein Fake-Profil reinfallen, deswegen melde das. Ja, dann ein weiteres Zeichen ist, dass solche Personen, die nicht real sind oder dir irgendwas wollen, was Böses wollen, die versuchen dich immer von dieser Plattform runterzubekommen. Denn solche Plattformen haben natürlich auch gewisse Sicherheitsmechanismen und wenn sie die aushebeln, dann werden sie nicht mehr so leicht ertappt. Und dann schreiben sie halt so, ja, lass doch lieber auf Telegram weiterschreiben oder WhatsApp. Und das muss jetzt auch nicht unbedingt ein Indiz dafür sein, aber es macht die ganze Sache schon mal ein bisschen kritischer. Also bei Telegram wäre ich schon sehr, sehr skeptisch. WhatsApp ist meiner Meinung nach im deutschen Raum okay, muss man aber trotzdem aufpassen. Man kriegt da schon so ein Gefühl. Wichtig ist, dass du im Hinterkopf immer hast, ja, das könnte eine Fake-Person sein. Wenn du das mit gesundem Menschenverstand analysierst und nicht komplett voll in Love mit rosa-rote Brille da reinmarschierst in die ganze Sache, dann wirst du schon merken,
was Sache ist oder was nicht. Also das immer im Hinterkopf behalten. Und hier halt aufpassen, dass du nicht auf irgendwelche komischen anderen Plattformen weitergeleitet wirst. Was auch passieren kann, ist, dass die Person, mit der du schreibst, zwar wirklich existiert, aber der ihr Account gehackt wurde. Sprich, du schreibst mit einem Cyberkriminellen, der einen echten Account verwendet von einer anderen Person. In den hat er sich aber reingehackt und gibt sich nur als diese Person aus. Also da wurde dann schon jemand Opfer von Identitätsdiebstahl. Das kann natürlich auch sein. Das ist dann ein bisschen schwerer zu identifizieren. Hier sollte man eben auch aufpassen. Wichtig auch immer, niemals E-Mail-Adresse oder Passwort preisgeben. Ganz, ganz schlecht, denn sonst kannst du natürlich gehackt werden. Deswegen empfehle ich auch immer, die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Das heißt, dass dein Login nochmal sicherer ist, dass du einen zweiten Faktor hinzufügst. In meisten Fällen ist es ein SMS oder ein Token, den du dann eben nochmal eingeben musst, um dich einzuloggen. Das macht es extrem schwer für Hacker, deinen Account zu übernehmen. Dann gibt es auch noch das sogenannte E-Warring. Das heißt, dass sich eine Person als jemand anders ausgibt. So geht es schon mal los. Und man versucht, eine Verbindung mit einer anderen Person aufzubauen. Eine sehr starke emotionale Bindung. Und sagt dann, hey, ich kann mir gerade meine Miete nicht mehr leisten. Kannst du mir bitte Geld schicken, damit ich die Miete bezahlen kann? Oder meine Mutter ist gerade ins Krankenhaus gekommen. Da gibt es ganz verschiedene Szenarien. Das nennt sich E-Warring. Hier gibt sich eine Person als eine andere Person aus und versucht durch diese emotionale Bindung Geld zu ergaunern. Und da solltest du auf jeden Fall aufpassen. Männer sind davon sehr häufig betroffen, aber klar, es gibt auch Frauen. Also hier auch aufpassen, niemals irgendwo Geld hinschicken. Aber das ist für die meisten logisch. Ich sage es jetzt trotzdem nochmal, keine Bankdaten rausgeben, kein PayPal schicken, kein Bitcoin schicken, nichts machen. Dann solltest du natürlich deine persönlichen Daten schützen. Ich sage nicht, dass du jeden Montag ins Fitnessstudio gehst. Zum Schluss steht da noch irgendein Typ und fängt dich ab, bevor du ins Fitnessstudio gehst und was weiß ich, was da noch alles passiert. Will ich mir gar nicht vorstellen. Dann solltest du ganz klar deine Sozialversicherungsnummer nicht hergeben. Keine Dokumente abfotografieren oder keine Ausweise abfotografieren. Zum Beispiel, hey, wir fahren zusammen in Urlaub, schick mir noch kurz deinen Ausweis. Dann kann ich den Flug buchen. Nein, sowas machst du bitte nicht. Okay, gut, das ist ganz gefährlich. Selbe gilt für sämtliche andere Dokumente. Hier sag mir deine Adresse, dann schicke ich dir ein Geburtstagsgeschenk. Nein, auch schlecht. Genau. Wenn du Kinder hast, gib niemals Informationen über deine Kinder preis. Egal ob Alter, Schule, Geschlecht. Vermeide es einfach, so wenig Informationen wie möglich preiszugeben. Und wenn du welche preisgibst, dann sehr, sehr vorsichtig. Genau, auch kommt häufiger vor, du kriegst einfach ein Match aus dem Ausland. So 10.000 Kilometer entfernt über die Seeroute kommt ein Tinder-Match angeflogen und schreibt, hey, Süßer, wie geht's? Ja, da kannst du dir schon mal ziemlich sicher sein, dass das ein Betrug wird. Und ja, darauf bitte auch nicht reinfallen. Oft kriegt man halt auch von irgendwelchen Fake-Accounts Links zugeschickt. Da auch nicht drauf gehen. Ganz klar, das ist logisch. Da landest du dann auf irgendeiner komischen Seite. Ich habe das für euch natürlich schon ausgetestet. Man kennt's. Als Cyber-Security-Experte klicken auf jeden Link, um zu schauen, was passiert. Ja, auf jeden Fall das auch nicht machen. Dann kommen wir jetzt zu persönlichen Treffen. Hier würde ich mir einfach immer Zeit lassen, wirklich verifizieren, ob die Person echt ist. Vielleicht mit ihr reden, vielleicht Videocall mal machen. Bevor man sich trifft, um wirklich zu schauen, dass hier nichts schief geht. Vor allem als Frau. So, aber als Mann natürlich auch, kann auch immer irgendwas passieren. Dann natürlich Tipp, triff dich in der Öffentlichkeit, nicht in irgendeinem Wald oder in einem abgelegenen Platz. Nee, mach lieber einfach irgendwo in der Stadt oder wo Leute sind. Und auch niemals zu Hause. Das erste Date oder so, niemals zu Hause. Wer weiß, was da alles passiert. Vielleicht hat er ein Messer dabei oder sonstiges. Ja, geh einfach in den öffentlichen Platz. Hier sind meistens Leute, die dich, wenn irgendwas sein sollte, beschützen könnten. Erzählen auch Freunden von deinen Plänen. Mach das nicht alleine, so dass irgendjemand weiß, hey, der oder die hat jetzt ein Date. Und wenn die Person danach sich nicht mehr meldet, ist irgendwas schiefgelaufen zum Beispiel. Sorg dich auch immer, dass du wieder wegkommst von dem Date.
hab irgendjemand, der dich da abholen kann. Geh nicht allein nach Hause. Schau einfach, dass das Ganze sicher bleibt mit den Tipps, die ich dir gegeben habe. Genau, heutzutage finde ich auch extrem krass. Du musst natürlich auch deine Getränke begutachten. Also schauen, dass dir keiner irgendwelche K.O.-Tropfen oder sonstiges ins Glas schmeißt. Das ist natürlich auch sehr riskant. Schau da einfach drauf, dass sowas nicht passiert. Wenn du im Club bist, musst du sehr, sehr stark aufpassen. Aber auch wenn du jetzt hier ein Date hast oder so mit einer fremden Person, wer weiß, was für kranke Leute hier unterwegs sind. Ganz klar, wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht, versuchst die sofort zu gehen und bleib nicht länger als nötig. Meistens ist dein Gefühl richtig und du solltest einfach direkt dann gehen oder jemand zur Hilfe holen. Ansonsten gilt der normale Menschenverstand. Ich will, dass du das im Hinterkopf hast. Vielleicht konnte ich dir noch ein, zwei kleine Gedanken dazu geben. Wirklich teil so wenig wie möglich, vor allem auf den Profilen online auch. Hier habe ich schon einige Profile gesehen, wo ihr halbes Leben drauf steht und das halt gar nicht gut. Das ist halt für einen Cyberkriminellen oder irgend so einen, jemand, der halt was Böses will. Das ist leichte Beute sozusagen und sowas sollte vermieden werden. Mach's den Angreifer nicht leichter, als es sein sollte. Pass auf dich auf, denn du willst ja auch, dass dir nichts Schlimmes passiert und deswegen nimm das Ganze ein bisschen ernster, halt die Augen und Ohren offen, sei nicht blauäugig, nutz die Tipps, die ich dir gegeben habe. Dann würde ich sagen, bleib sicher und wir sehen uns mit Sicherheit. Peace!